Wusstest du, dass der Psalm 91 der Schlüssel zu einem Leben frei von Ängsten und Unsicherheiten sein kann? Heute wirst du entdecken, wie dieser kraftvolle Abschnitt dein Zufluchtsort und Schild gegen jede Notlage werden kann. Viele Menschen haben unglaubliche Veränderungen in der Sicherheit ihres Lebens erfahren, einfach indem sie die Versprechen, die Gott uns gegeben hat, anwenden. Wenn du dich schon einmal verletzlich oder von den Schwierigkeiten des Alltags überwältigt gefühlt hast, ist dieses Video für dich. Bereite dein Herz vor und verstehe, wie der göttliche Schutz deine Realität verwandeln kann. Verpasse nicht die Gelegenheit, auf dieses Wissen zuzugreifen, das Frieden und Sicherheit in deinen Tag bringen kann. Schließe dich uns in diesem Gebet an und entdecke einen neuen Weg zur Sicherheit in Gott. Lieber Gott, während wir aufwachen für einen neuen Tag, möchten wir uns dir nähern und Zuflucht und Schutz in deiner unermesslichen Liebe suchen. Wir leben in herausfordernden Zeiten, in denen Unsicherheit und Angst uns umgeben können. Doch inmitten all dessen wissen wir, dass du unser Schild und unsere Festung bist. Heute vereinen wir unsere Herzen im Gebet, im Vertrauen darauf, dass du uns bewahrst und uns in jedem Schritt, den wir gehen, hältst. Möge dieses Gebet ein kostbarer Moment der Verbindung mit dir sein und Frieden und Sicherheit für jeden von uns bringen. Der Psalm 91 erinnert uns an das Versprechen deines Schutzes. Der im Geheimnis des Höchsten sitzt, bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Dieser Abschnitt lehrt uns, dass wir, indem wir uns in dich flüchten, Sicherheit und Ruhe finden. Du magst Herausforderungen gegenüberstehen, die unüberwindbar erscheinen, aber Gott lädt uns ein, unsere Sorgen und Ängste auf ihn zu werfen. Wenn wir über diesen Psalm meditieren, werden wir daran erinnert, dass er unser sicherer Ort ist, und durch das Vertrauen auf ihn werden wir von den Sorgen befreit, die uns plagen. Herr, ich möchte diesen Tag mit Lobpreis für deine Treue beginnen. Jeder Morgen, an dem ich aufwache, ist eine neue Gelegenheit, zu erkennen, wie gütig und gerecht du bist. Inmitten von Tagen mit Sonne und Regen sehen wir, wie dein Licht uns leitet. Dich zu loben ist nicht nur eine Praxis, sondern der Ausdruck meines Herzens, das deine Wunder in der Schöpfung erkennt. Dank dir kann ich meinen Blick zum Himmel erheben und die Hoffnungssamen sehen, die mit jedem neuen Tag keimen. Herr, ich erkenne, dass mich oft die Sorgen dieser Welt erschüttern. Der tägliche Druck kann schwer wie ein Sturm erscheinen, und inmitten dessen kann sich die Zweifel in unserem Herzen festsetzen. Aber ich rufe zu dir, dass ich, anstatt von Angst ergriffen zu werden, in dir den Frieden finden kann, der alles Verständnis übersteigt. Wenn ich den Psalm 91 wiederhole, erinnere mich daran, dass, selbst wenn der Sturm schreit, deine Stimme stärker ist. Hilf mir, jenseits meiner Schwierigkeiten die Verheißungen zu sehen, die du für mich hast. Ich danke dir, o Gott, dass du mein Schild bist. Deine Liebe ist wie ein Schutz, der mein Wesen in allen Situationen umhüllt. Wenn ich Herausforderungen gegenüberstehe, weiß ich, dass ich in dir Zuflucht suchen und Trost finden kann. Manchmal kann es scheinen, als ob die Bedrohung im Verborgenen lauert, wenn ich auf die Situation um mich herum schaue. Doch wenn ich mich daran erinnere, dass du immer an meiner Seite bist, verwandelt sich meine Angst in Vertrauen. Ich danke dir, denn du beschützt mich auf Arten, die ich nicht immer sehen kann, und das bringt ein tiefes Gefühl von Sicherheit. In einem schwierigen Zeitraum meines Lebens, als die Angst mich zu überwältigen schien, memorierte ich den Psalm 91. Eines Tages, als ich kurz davor war, einer großen Herausforderung gegenüberzustehen, beschloss ich, intensiv zu beten. Ich spürte einen indeskriblichen Frieden, als ob eine unsichtbare Barriere mich vor allem Übel schützte. Seitdem verstehe ich, dass wahre Sicherheit darin besteht, Gott zu vertrauen. Und diese Erfahrung hat meine Sicht auf Herausforderungen verändert. Jetzt lade ich dich ein, innezuhalten und dich darauf vorzubereiten, dich mit Gott zu verbinden.
Schließe deine Augen und atme tief durch, lege deine Hände auf dein Herz. Wenn dieses Gebet dein Leben berührt, fühle dich frei, deine Hände in Dankbarkeit und Hoffnung zu heben. Lass uns im Geist vereinen, und wenn du an dieses Wort glaubst, schreibe ich Glaube in die Kommentare. Wir möchten wissen, dass du mit uns auf dieser Gebetsreise bist. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie ein einziges Gebet den Verlauf deines Tages verändern kann? Wie wäre es, über die kleinen Segnungen nachzudenken, die oft unbemerkt bleiben? Während wir zu Gott im Gebet sprechen, zögere nicht, einen Moment zu suchen, um authentisch mit ihm in Kontakt zu treten. Wie können wir lernen, selbst in den düstersten Stunden mehr auf das Licht des Herrn zu schauen? Bleib bei uns und entdecke, was Gott bereit ist, in deinem Leben zu offenbaren. Ich bitte, dass deine Gegenwart mich umgibt und mich sicher fühlen lässt, selbst in den Stürmen des Lebens. Oft finden wir Sicherheit in materiellen Dingen, aber der wahre Schutz kann nur in dir gefunden werden. Die Sicherheit, die ich suche, ist kein physischer Unterschlupf, sondern ein spiritueller Zufluchtsort. Wenn ich mich in dir verberge, verschwinden meine Ängste und mein Geist wird klar. Deine Gegenwart besänftigt mein Herz und gibt mir die Gewissheit, dass ich gerettet sein werde. So wie der Psalmist ausdrückt, möchte ich in deinem Geheimnis wohnen. Ein Geheimnis ist ein Ort der Sicherheit und Ruhe, und ich suche diesen heiligen Raum jeden Tag. Wenn ich über dein Wort meditiere, beruhigt sich mein Herz und mein Geist findet Ruhe. Egal, was draußen geschieht, in dir habe ich ein Zuhause, wo der Frieden wie ein Fluss fließt. Hilf mir, an diesem Ort zu bleiben, wo ich deine Stimme hören und deine Richtung empfangen kann. Herr, in diesem Moment lege ich all meine Sorgen vor dich. Es ist einfach, sich in den Anforderungen des Alltags zu verlieren und zu vergessen, was mich belastet, dir zu übergeben. Ich wähle, dieses Gewicht nicht weiter zu tragen, sondern es zu deinen Füßen abzugeben. Verwandle meine Sorge in Gebet und dass jeder Gedanke, den ich in jedem Moment habe, auf dich gerichtet ist. Ich danke dir, denn ich weiß, dass ich, wenn ich meine Lasten abgebe, Leichtigkeit in meinem Herzen finde. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der ich mit Verantwortung überlastet war. Mit jedem neuen Tag fühlte ich eine Last auf mir, die unmöglich tragbar schien. Als ich betete und Zuflucht in deinem Wort suchte, fand ich Trost im Psalm 91. Jeder Vers war wie ein Mantel, der mich umhüllte und mir das Gefühl gab, geliebt und beschützt zu sein. Ich bin dankbar, diese Erfahrung teilen und andere ermutigen zu können, die gleiche Zuflucht zu suchen. Jetzt lade ich dich ein, deine Sorgen Gott zu übergeben. Fühle die Freiheit, dein Herz zu öffnen, und während du über dieses Gebet nachdenkst, lege deine Gedanken und Ängste in die Hände des Herrn. Wenn eine Sorge dein Herz belastet, schreibe ich gebe ab in die Kommentare, damit wir gemeinsam beten und uns gegenseitig unterstützen können. Wie oft lassen wir zu, dass unsere Sorgen uns daran hindern, die Segnungen vor uns zu sehen? Lass uns gemeinsam erkunden, wie wir uns von diesem Gewicht befreien können. Was passiert, wenn wir unseren Ballast Gott übergeben? Bleib bis zum Ende bei uns und entdecke, wie wahrer Frieden durch Gebet und Hingabe an ihn dein sein kann. Möge jeder Schritt, den ich heute mache, von deinem Licht geleitet sein. In einer Welt voller Unsicherheiten ist es einfach, sich verloren und desorientiert zu fühlen. Doch ich weiß, dass dein Licht meinen Weg erleuchtet und dass ich, wenn ich deiner Führung folge, in jeder Entscheidung, die ich treffe, Sicherheit finden werde. Manchmal kann man sich wie ein Schiff auf der Irrfahrt fühlen, aber mit dem Herrn als meinem Norden kann ich mit Zuversicht durch die stürmischen Gewässer des Lebens navigieren. Herr, wir wissen, dass die Herausforderungen groß sein können, aber deine Kraft ist noch größer. Wenn ich auf die Schwierigkeiten schaue, ist es einfach, der Verzweiflung nachzugeben, aber wenn ich weiß, dass deine Kraft in mir wirkt, verändert das alles. Hilf mir, zu erkennen,
dass die Schwäche, die ich empfinde, eine Einladung ist, mich auf dich zu stützen. In der Abhängigkeit von deiner Kraft finden wir Freiheit und die Möglichkeit, jedes Hindernis zu überwinden. Möge ich mich in allen Momenten an deine beständige Liebe erinnern. Manchmal vergesse ich, wenn ich Problemen gegenüberstehe, dass du immer bei mir bist. Deine Gegenwart ist nicht nur eine Idee, sondern die Realität, die uns trägt. Wenn ich deine Nähe erkenne, füllt mein Herz sich mit Dankbarkeit und Mut. Hilf mir, diese Erinnerung in jeder Handlung, in jedem Gedanken zu kultivieren, indem ich ein neues Verständnis dafür bekomme, wie deine Liebe meine Realität verwandelt. Eines Tages, als ich vor einer riesigen persönlichen und beruflichen Herausforderung stand, fühlte ich, dass alles zusammenbrechen würde. Inmitten der Verzweiflung wandte ich mich deinem Wort zu und fühlte überraschenderweise deine Kraft in mir wirken. Ich begann, Lösungen zu sehen, wo ich zuvor nur Schwierigkeiten gesehen hatte. Von diesem Tag an lernte ich, Herausforderungen als Gelegenheiten zu betrachten, deine Werke in meinem Leben zu erleben. Jetzt, während wir über die Kraft Gottes meditieren, lade ich dich ein, deine Hände zum Himmel zu heben. Spüre, wie deine Kraft auf dich herabkommt und deinen Glauben erneuert. Wenn du diese Kraft in deinem Leben empfangen möchtest, schreibe ich "Empfange" in die Kommentare und lass uns im Gebet vereinen, diesen Moment gemeinsam wertzuschätzen. Wusstest du, dass wir durch das Bekenntnis unserer Ängste den ersten Schritt machen, um sie zu überwinden? Wie können wir unsere Herausforderungen in gewaltige Siege verwandeln? Bleib bei uns und entdecke, wie diese Reise voller Hoffnung und neuer Möglichkeiten in Gott ist. Was kann Gott in deinem Leben tun, wenn du dein Herz für seine Kraft öffnest? Herr, ich suche dich jeden Morgen, denn ich weiß, dass ich in dir meine Kräfte erneuern kann. Der Akt, dich täglich zu suchen, ist ein Commitment, das einen Unterschied in meinem Leben macht. Wenn ich aufwache, möge das Erste, was ich tue, sein, mich in Gebet an dich zu wenden. Diese Praxis ist nicht nur ein Ritual, sondern eine transformative Begegnung mit dem Schöpfer. Möge jeder neue Tag eine Gelegenheit sein, dich zu loben und Energie für das Kommende zu finden. Möge meine Seele sich freuen in dem Wissen, dass ich in deinen Armen sicher bin. In schwierigen Momenten kann ich leicht die Verheißungen der Sicherheit vergessen, die du für mich hast. Doch wenn ich mich auf deine Liebe konzentriere, erwacht die Hoffnung in meinem Herzen. Hilf mir, Dankbarkeit in jedem Schritt meines Tages zu praktizieren, indem ich die Segnungen und kleinen Wunder erkenne, die um mich herum sind. Mögen die Pfeile des Feindes mein Herz nicht treffen. Oft werden wir von negativen Worten bombardiert, die versuchen, uns zu entmutigen. Aber dein Schutz ist stärker, und du überwindest die Fallen des Feindes. Hilf mir, fest in deinem Wort zu stehen und daran zu denken, dass ich mehr als ein Gewinner bin. Möge ich mich mit der geistlichen Rüstung Gottes bekleiden und mit der Gewissheit leben, dass ich in dir geschützt bin. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der ich mit Kritik und Gefühlen der Minderwertigkeit zu kämpfen hatte. Jeden Tag schienen die Worte des Missmuts mein Herz zu durchbohren. Doch als ich dein Licht in den Schriften suchte, hatte ich ein klares Verständnis, dass ich von dir angenommen und geliebt bin. Diese Wahrheit befreite mich und brachte neues Leben in mein Herz, und jetzt möchte ich diese Hoffnung mit anderen teilen. In diesem Moment lade ich dich ein, über die Situationen nachzudenken, die dir Schmerz bereiten. Lege diese Sorgen vor Gott, halte sie in deinen Händen und übergebe sie ihm. Wenn du das tust, spüre die Leichtigkeit, die kommt, wenn du alles in die Hände des Herrn loslässt. Wenn du deine Sorgen loslässt und dich frei fühlst, schreibe ich "Lasse los" in die Kommentare als Zeichen des Glaubens und der Hingabe. Hast du schon einmal über die Macht nachgedacht, die Worte über uns haben? Wie die Worte Gottes alles werden können, was wir brauchen? Schließe dich uns an, während wir erkunden, wie dieser göttliche Schutz real und zugänglich ist.
Was passiert, wenn wir entscheiden, in der Wahrheit des Wortes zu leben, anstatt uns von entmutigenden Worten mitreißen zu lassen? Führe mich dazu, jeden Tag mit Dankbarkeit zu leben, Herr. Jeder Tag ist ein Geschenk und eine Gelegenheit, die kleinen Wunder, die uns umgeben, zu erkennen. Dankbarkeit kann die Art und Weise verändern, wie wir die Dinge wahrnehmen, indem sie die Routine in einen Festzug von Segnungen verwandelt. Möge ich wie der Psalmist sein, der den Herrn in allen Umständen verherrlicht. Wenn ich aufwache, sollte das erste Wort in meinem Herzen Danke sein. Hilf mir, ein Zeugnis deiner Schutz für andere zu sein. Jeder von uns hat eine Geschichte von Kampf und Überwindung, die andere ermutigen kann, sich an dich zu wenden. Möge ich, ebenso wie andere, ein Lichtstrahl im Leben derjenigen sein, die in Dunkelheit leben. Wenn ich meine Zeugnisse teile, möge jeder deine Hand durch mich wirken sehen und den Mut finden, ebenfalls nach deinem Schutz zu streben. Ich preise dich für alle Verheißungen, die du mir gegeben hast, Herr. Deine Pläne gehen über das hinaus, was ich mir vorstellen kann, und das gibt mir Hoffnung. Wenn ich in die Zukunft schaue, sollte ich nicht fürchten, was kommen wird, sondern das annehmen, was du vorbereitet hast. Möge ich im Glauben gehen, wissend, dass der Morgen eine Erweiterung deiner Liebe ist. Kürzlich hatte ich die Gelegenheit, meine Glaubenserfahrung mit einer Gruppe von Freunden zu teilen. Mein Zeugnis darüber, wie Gott mich in schweren Zeiten geleitet hat, gab vielen die Hoffnung zurück, und das erfüllte mich mit Emotionen. Zu sehen, wie mein Kampf sich in ein Zeugnis des Sieges verwandelte, ließ mich erkennen, wie treu Gott ist und wie Hoffnung in unsere Herzen wiederhergestellt werden kann. Jetzt lade ich dich ein, dein Herz zu öffnen und Gott für die Verheißungen zu danken, die er für dein Leben hat. Während du das tust, atme tief durch und fülle dich mit Dankbarkeit. Wenn du an die Verheißungen Gottes glaubst und mit Hoffnung leben möchtest, schreibe ich Glaube in die Kommentare und bezeuge deinen Glauben der Welt gegenüber. Hast du schon darüber nachgedacht, wie ein einfaches Dankeschön deine Segnungen beschleunigen kann? Und ob dein zukünftiges Leben durch deinen Glauben verändern könnte? Lass uns gemeinsam entdecken, was Gott noch tun kann, wenn wir an seine Verheißungen glauben. Auch wenn das Leben unsicher erscheint, möge ich keine Angst haben. Es ist einfach, die Angst uns zu lähmen zu lassen, aber das Wort ermutigt uns, zu vertrauen. Der Herr lädt uns ein, im Vertrauen zu gehen, wissend, dass unsere Geschichte nicht in den Händen der Unsicherheit, sondern in deiner ewigen Treue liegt. Möge ich gestärkt sein in der Gewissheit, dass das Leben ein wenig wie ein stürmisches Boot ist. Dennoch bist du der Kapitän und ich vertraue deiner Führung. Während dieses Tages möge ich auf die Zeichen achten, wie du mich schützt und leitest. Oft übersehen wir die kleinen Details, die, wenn wir sie mit Glauben betrachten, deine Handlungen in unserem Leben offenbaren. Öffne meine Augen, Herr, damit ich die unerwarteten Segnungen schätzen und wissen kann, dass du immer präsent bist, selbst wenn ich es nicht sehe. Herr, ich bete für alle, die mit Ängsten und Unsicherheiten kämpfen. Mögen sie deinen Schutz und deine Sicherheit erfahren. In jedem Zuhause möge dein Frieden herrschen und jedes betrübte Herz Ruhe in dir finden. Mögen durch das Hören dieses Gebets viele von deiner Gnade berührt und wiederhergestellt werden, sodass wir gemeinsam Zeugen deiner Liebe sein können. In einer herausfordernden Zeit im Leben eines Freundes fühlte er sich allein und hoffnungslos. Aber als wir uns zum Gebet und zur Gemeinschaft versammelten, änderte sich seine Perspektive. Er fand Trost und Unterstützung, und gemeinsam experimentierten wir die Kraft der Gemeinschaft im Gebet. Dieses Erlebnis lehrte uns, dass wir nicht allein sind und dass die Einheit im Glauben ein mächtiger Schutz ist. Jetzt lade ich dich ein, erneut die Augen zu schließen und dich daran zu erinnern, dass dein Glaube mit vielen anderen Herzen in diesem Moment verbunden ist. Während du betest, stelle dir all die Menschen vor,
die um den gleichen Schutz bitten. Wenn du an die Kraft der Gemeinschaft im Gebet glaubst, schreibe gemeinsam im Glauben in die Kommentare, und so werden wir ein noch stärkeres Band schaffen. Hast du schon einmal über die Kraft nachgedacht, gemeinsam mit anderen zu beten? Wie das die Atmosphäre um dich herum verwandeln kann? Während wir heute zusammenarbeiten, werden wir entdecken, wie wesentlich Gemeinschaft und gegenseitiges Gebet für unseren Glaubensweg sind. Was kann der Herr uns noch zeigen, wenn wir unsere Herzen für die Einheit in Christus öffnen? Liebe Brüder und Schwestern, wir laden euch zu einem besonderen Moment des Gebets und der Reflexion ein, während wir nach dem göttlichen Schutz suchen, der uns in Liebe und Sicherheit umhüllt. Heute werden wir kraftvolle Psalmen lesen, die von Gottes Schutz in unserem Leben sprechen und darum bitten, dass er uns bewahrt und von allem Übel schützt. Mögen unsere Seelen offen sein, um seine Wahrheit und sein Licht zu empfangen. Nach der Lesung der Psalmen vereinen wir unsere Herzen im Gebet des Vaterunsers, in der Zuversicht, dass der Herr unser Zufluchtsort und unsere Festung ist. Kommt mit Glauben und Hoffnung, bereit, die transformative Kraft des Wortes Gottes zu erfahren. Die Bibel sagt im Psalm 3: Ein Psalm Davids, da er floh vor seinem Sohn Absalom. Ach Herr, wie sind meine Feinde so viel und setzen sich so viele wider mich? Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist der Schild für mich und der mich zu Ehren setzt und mein Haupt aufrichtet. Ich rufe an mit meiner Stimme den Herrn, so erhört er mich von seinem heiligen Berge. Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor viel Tausenden, die sich umher gegen mich legen. Auf, Herr, hilf mir, mein Gott! Denn du schlägst alle meine Feinde auf den Backen und zerschmetterst der gottlosen Zähne. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Dein Segen komme über dein Volk. Die Bibel sagt in Psalm 23: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Die Bibel sagt in Psalm 27: Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? So die Bösen, meine Widersacher und Feinde, an mich wollen, meine Fleisch zu fressen, müssen sie anlaufen und fallen. Wenn sich schon ein Herr wider mich legt, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben möge mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er verbirgt mich heimlich in seinem Gezelt und erhöht mich auf einem Felsen, und wird nun erhöhen mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind. So will ich in seiner Hütte Lob opfern, ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir und verstoße nicht im Zorn deinen Knecht, denn du bist meine Hilfe. Lass mich nicht und tue nicht von mir die Hand ab, Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf richtiger Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht in den Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen gegen mich und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch,
dass ich sehen werde das Gute des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn. Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Die Bibel sagt im Psalm 34: Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Welche auf ihn sehen, die werden erquickt, und ihr Angesicht wird nicht zuschanden. Da dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, so ihn fürchten, und hilft ihnen aus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Kommt her, Kinder, höret mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Antlitz aber des Herrn steht gegen die, so Böses tun, dass er ihr Gedächtnis ausrotte von der Erde. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe bei denen, die zerbrochenes Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagen Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber der Herr hilft ihm aus dem Allem. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass deren nicht eins zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Unglück töten, und die den Gerechten hassen, werden Schuld haben. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden keine Schuld haben. Die Bibel sagt in Psalm 121: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Die Bibel sagt im Psalm 91: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der schädlichen Pestilenz. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und deine Zuversicht wird sein unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken müssest vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pestilenz, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die im Mittage verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst mit deinen Augen deine Lust sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird zu deiner Hütte sich nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Auf Löwen und Ottern wirst du gehen und treten auf junge Löwen und Drachen. Er begehrt mein, so will ich ihm aushelfen, er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, so will ich ihn erhören, ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Nun wiederholen Sie mit mir das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat.
unser Vater in dem Himmel. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Andere Übersetzung: Erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Abonnieren Sie unseren Kanal, um unsere Videos zu verfolgen. Möchten Sie dabei helfen, diese Botschaft an mehr Menschen weiterzugeben? Unterstützen Sie uns. Der Link für Spenden befindet sich im ersten fixierten Kommentar. Ihre Großzügigkeit kann viele Leben segnen. Ich empfehle Ihnen auch, das Video anzusehen, das jetzt auf dem Bildschirm erscheint.